Pokémon! Die Kristalledition! Vorneweg, warum habe ich mich für die Kristalledition entschieden? Drei Gründe hat das Ganze. Erstens, sie beinhaltet hauptsächlich die zweite Generation. Also man startet mit der zweiten Generation an Pokémon und die reizt mich momentan am meisten. Zweiter Grund ist die Tatsache, der Teil ist in Farbe im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Und der dritte Grund ist, er ist aber immerhin noch nicht auf einem DS oder sowas, weil der ist schwerer zu aufzunehmen und so weiter und so fort. Dazu wäre ich jetzt nicht in der Lage. Deshalb greifen wir zu dem Game Boy Color Spiel. Und zwar dem hier. Gut, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Oh Junge, ich freue mich darauf, auch wenn ich Respekt vor dem Thema habe. Ja. Neues Spiel. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Junge. Ach ja. Was hast du da? Du hast mich geweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Oh mein Gott! Ja, warte. Das muss schneller gehen. Ja, komm schon. Ja. Es ist tatsächlich 13.37 Uhr. Oh Junge, das Projekt kann nur geil werden. Ah. Ich habe es verschlafen. Ja, so. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt von Pokémon. Der Pokémon. Mein Name ist Aish. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Pokémon. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Arnold. Nein, wir nehmen das hier. Und so kreativ wie wir sind, nennen wir uns Neropi. Wir sind Neropi. Gut, ja, Ende. Neropi, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon. Abenteuer erwartet dich. Ich glaube, du wiederholst dich, oder? Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Oh ja, wir sind ein kleines rotes Mannequin. Oh, so gefällt mir das. Das ist dein Fernsehgerät. Okay, danke. Eine komplette Sammlung von, oh Baby, wie von was? Pokémon, oh ja, yeah, Bilderbücher. So nennst du das also, du Schmutzfink. Oh. Oh, Neropi, unser Nachbar, Professor Lind, hat nach dir gesucht. Oh, lecker Schokolade. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokémon-Kommi ist von der Reparatur zurück. Das ist eigentlich exakt dasselbe, wie ich in dem Nerole Short schon gemacht habe. Da hast du ihn! Neropi erhält Pokécom! Pokémon-Com oder einfach nur Pokécom! Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist... Alter, what the fuck? Direkt hier die gesamte Befragung ist über mein gesamtes Leben. Was für einen Tag haben wir heute? Heute Montag. Ja. Ja. Erst wollen die wissen, wie spät wir es haben, dann was für ein Tag... Haben wir Sommerzeit? Ja, what the fuck? Wenn du möchtest. Am Ende wollen die noch meine Amazon-Wunschliste, ey. Was ist das denn? Yo! Oh, yo, das ist sogar der exakt gleiche Text. Yo, Neropi! Ich habe gehört, Professor Lind hat neue Pokémon entdeckt. Ja, wusste ich, dass er das jetzt sagt, ne?
Ja, cool. Machst du nix, ne? Wer bist du? Hallo, Rumpel! Mein Mann ist immer so beschäftigt. Ich hoffe, es geht ihm. Gut. Wenn er sich in seinen Pokémon-Forschungen vertieft, vergisst er sogar zu essen. Ja, das kenne ich. Also, wenn ich meine Pokémon-Forschung betreibe, meine ich, ne? Wenn ich groß bin, helfe ich meinem Papa. Ich werde ein großartiger Pokémon-Professor, wie die alle Pokémon-Professor werden wollen, aber keinen Bock auf Schule haben, so. Was haben die für ein verdrehtes Weltbild? Ja, ich wette, ne, wenn ich jetzt hier rausgehe, da fällt die Frau mir in den Rücken, ne? Hey, du hast ein Pokémon, ein Pokémon-Ding ist beeindruckend, hast du den von der Mama bekommen? Leck mich am Arsch, den hab ich mir selber gekauft. Hab ich extra für gearbeitet. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Ja, das ist korrekt. Was starrst du so? Das frage ich dich. Was für eine... Was in aller Welt ist das denn bitte? Neropi, da bist du ja! Ich muss dich um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschungen durch. Was aber lieb. Ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht dabei helfen könntest, Neropi. Verstehst du? Ich schreibe an etwas, das ich bei einer Konferenz vorlegen möchte. Aber da sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum! Ich möchte, dass du ein Pokémon trainer, das ich vor kurzem gefangen habe. Achso, dass du ein Pokémon trainierst, was ich vor kurzem gefangen habe. Ja! Danke, Neropi! Du bist mir eine große Hilfe. Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Oh ja. Darauf kannst du dich verlassen. Okay. Oh, hey. Ich habe eine E-Mail. Okay. Hör gut zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeug. Und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich dieses Mal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment! Ich hab's! Neropi! Könntest du der Sache nachgehen? Oh, nee, ich weiß nicht, Ich will eigentlich zur Schule gehen und was aus meinem Leben machen. Ich möchte, dass du eins dieser Pokémon aus diesen Wäldern trainierst. Ja, aber Bildung ist mir wichtig. Du wirst der erste Kamerad dieses Pokémon sein, Neropi. Ja, aber such dir eins aus. Ja, aber... Oh, Mann! Ich nehm die zwei. Willst du Karnimani? Das Wasser-Pokémon? Ja. Tja, Leute, ne? Ihr dachtet, ich mache da jetzt irgendwelche Spielereien, aber nein! Ich will die haben. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Neropi erhält Karnimani! Jonathani! Ach ja, Leute, so gehört sich das. Ende. Ja, genau. Mr. Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosalia City, dem nächsten Ort. Der Weg führt dich fast direkt dorthin. Du kannst es nicht verfehlen. Aber nur für den Fall, dass hier ist meine Nummer. Ruf mich an. Das ist die ganze Zeit seine Intention gewesen. Der wollte nur mir seine Nummer andrehen. Der steht auf kleine Jungs. Ruf an, wenn es etwas gibt. Und wie ich das tun werde, Mr. Lind. Neropi erhält Linds Nummer. Ja, nice. Oh, dein Pokémon ist bezaubert. Ja, das ist das. Ich wünsche, ich hätte auch eins. Die gibt's da oben gratis. Muss einfach mal vorbeigehen, der drückt dir die einfach rein. Egal, ob du's willst oder nicht. Na, wer bist du denn? Pokémon verstecken sich im Gras. Ich weiß, wer sich noch im Gras versteckt. Niemand weiß, wann sie auftauchen. It's a secret to everybody, würde ich sagen. Ich betritt ein Stück Gras und es springt mir in die Fresse. Oh mein Gott, ist das niedlich.
Ein wildes Visor! Visor! Los, Jonathani! Kmpf! Kratzt es kaputt! Jonathani ist schon Level 5? Was ist denn das? Und es ist ein weibliches Jonathani? Oh, Baby! Komm, direkt nochmal! Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was die andere Fähigkeit kann. Oh, der tackelt der mich, der Bastard! Direkt den letzten Kratzer! Gib's ihm! Ja! Visor wurde besiegt! Jonathan erhält 16 Erfahrungspunkte! Und jetzt? Ich würde sagen, wir prügeln... Wir kommen doch eh keine 2 Meter geradeaus, ohne irgendwie angegriffen zu werden. Was greift mich nur an? Ist es etwa ein... Oh! Das... Warte, ich will's... Ich halte meine Hand davor, ich kann es gerade nicht lesen. Das ist ein... Irgendwas mit Ratata oder so, ne? Ratfratz, Mann! Ich habe mal 80 Pokémon auswendig gelernt, ne? Aber merken kann ich es mir immer noch nicht, ne? Oh mein Gott! Ja, Jonathani erreicht Level 6! Ganz viele Zahlen! Ja, und jetzt? Übrigens, was ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben dürft, sind, was für Pokémon nicht fangen soll. Boah, fuck, das sieht's ab, dass hier eine Sirene laufen muss, ne? Woraus soll mein Pokémon-Team bestehen? Wie soll ich sie nennen? Was soll ich da machen? Gib mir ein paar Vorschläge. Und wir schauen mal, was dabei rumkommt. Was gibt's hier? Was ist das? Oh mein Gott, ich werde mich in dem Spiel doch hundertprozentig verlaufen. Hier sind überall so Menschen. Ich traue mich nicht, die anzusprechen, weil die mir bestimmt ins Gesicht springen mit ihrem Sch. Ich wollte eine Pause einlegen. Darum habe ich meinen Spielstand abgespeichert. Oh, wie süß. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, aber das muss ich leider... Maus? Hi, Maus. Zerstör mal das schöne Bild von Pokémon. Danke. File. Save game. All the save slots. Thank you very much. Okay. Wo geht's hier lang? Was ist denn das bitte für eine Encounter-Rate, dass die einem instant... Oh, Taubsi ist in der Haus. Ja, das konnte ich sogar gerade benennen. Ja, bin ich ein bisschen stolz. Haha, Taubsi, jetzt tackle gegen daneben. Du kannst gar nichts, Taubsi. Gar nichts kannst du. Bam, in die Fresse. Oh. Immer noch schlecht. Also bisher sind die Kämpfe noch nicht sonderlich fordernd. Könnte aber auch daran liegen, dass ich bisher nur eine Fähigkeit kann und nur ein Pokémon habe. Ich trainiere dieses kleine Wesen so stark. Oh mein Gott. Jonathan lernt Raserei. Das ist cool. Also, bezüglich Tipps. Gebt mir so viele, ihr wollt. Ich kenne mich hier nämlich wirklich nicht sonderlich gut aus. Ob ich behindert bin? Wo muss ich lang? Da. Boah, nee, ne. Was bist du denn? Oh mein Gott. Eine Moorrübe greift an. Nee, das ist keine Moorrübe. Wenn, ist das eine Rübe. Hopserspross. Hopserspross. Okay. Raserei macht mich vermutlich irgendwie... Ich hab keine Ahnung. Oh, Raserei macht sogar Damage. Wie süß. Ich mach Platsche. Tut mir leid, Kleines, aber du kriegst in erster Regel aufs Maul. Oh, es tat mir voll leid, dass ich... Es ist...
Als würde ich Gemüse mit Füßen treten. Was ich jedenfalls sagen wollte, war... Pokémon wird jetzt alle 2 Tage kommen. Alle 2 Tage. Und in diesen Lücken kommt ab und an mal Nerolo Shorts. Ich werde jetzt öfters mal ein paar Tage nichts hochladen. Das liegt daran, dass Pokémon sehr viel Arbeit auf sich nehmen wird, wegen Schneiderei, Bearbeitung. Allein das mit dem Rahmen hat einen riesigen, produziert einen riesigen Anstieg an Bearbeitungszeit. Und zudem entwickelt sich momentan in meinem Privatleben auch allmählich wieder ein paar wichtige Sachen und die kann ich nicht vernachlässigen. Ihr wisst, ich mache das Ganze hier hobbymäßig und ich glaube, ihr versteht das Ganze auch, wenn ich da mal irgendwann einen Gang zurückschalte. Aber ich verspreche euch, das sollte das Ganze ja eigentlich nicht zu drastisch beeinflussen. Was ist denn das, Mann? Ich gehe extra ins Krankenhaus, mache mich ein bisschen heile und... Jonathan, ihr erreicht Level 8! Oh, Baby, Mann, meine Angriffswerte und alles steigen jetzt so der Mistliche! Aber wisst ihr was? Ich stelle mich jetzt neben den Mann mit der blauen Latzhose und mach das, was er von mir möchte. Und zwar speichern und eine Pause einlegen. Safe Game, Oldest Slot. Ich würde sagen, das war's für den ersten Part. So als kleiner, wie soll man sagen, als kleiner Pilot. Vergesst nicht, was ich gesagt habe. Haut mir Vorschläge um die Backen, was ich machen soll. Sagt mir, wie ihr zu dem Layout hier steht. Ob ihr das zentriert haben möchtet oder so bleiben soll, wie das Ganze ist. Und, ja, gebt mir Feedback, damit arbeite ich. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, gebt dem Ganzen eine positive Bewertung. Wenn das Ganze euch nicht gefallen hat, gebt dem Ganzen eine negative Bewertung und haut Kritik in die Kommentare. Jedenfalls... Ich hoffe, das Ganze hier gefällt euch. Wir hören uns. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh ja, die kann... Gerda, genau, geht es deinem Sohn gut? Ja, der der sortiert nur sein Bilderbuch mit den Fotos.